Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend wieder so zahlreich erschienen sind zu unserem letzten Akt in diesem Jahr und in diesem Frühjahr zum Zukunftslabor, Zukunftsdenken hier im Planetarium, einer Veranstaltung gemeinsam von unserer Stiftung, der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und dem Planetarium Hamburg. Normalerweise sollten jetzt hier drei kleine Impressionen erscheinen an der Kuppel. Ich hoffe, das kommt noch, damit wir ein bisschen Anlauf nehmen können für die heutige Sitzung. Da ist auch schon das erste Bild. Sie erinnern sich, als wir im November hier mit Ernst Ulrich von Weizsäcker den Auftakt genommen hatten, hatten wir als Motto dieses Wort des Siemens-Chefs Keser an die Kuppel projiziert, der mit seinem Satz: Es geht nicht darum, das Silicon Valley zu kopieren, wir müssen es kapieren, gewissermaßen den Grundton gesetzt hatte in unserer diesjährigen Zukunftsreihe. Und tatsächlich ist seither eine Art große Lagebesprechung hat sich zugespitzt. Sie alle werden es bemerken, Sie lesen Zeitungen, Sie gucken Fernsehen, auf allen Kanälen ist das Silicon Valley zum großen Thema avanciert. Und wenn ich jetzt bitte die zweite Slide bekommen kann, dann sehen Sie, wie diese Lagebesprechung mittlerweile sich zuspitzt. Sie sehen oben große Unternehmer vom Schlage eines Stefan Quandt, der auf großen Podien den Cowboy-Kapitalismus aus dem Silicon Valley geißelt und dem Silicon Valley, was seine Zukunft angeht, keine großen Aussichten ausschreibt. Sie sehen links exemplarisch Frank Schirmacher, den FAZ-Herausgeber, mittlerweile verstorben, der seine Zeitung gewissermaßen zu einem großen Diskurs und Diskussionsraum zu diesem Thema gemacht hat, um die verschiedensten Aspekte in einem freien Diskurs zu beleuchten. Sie sehen das Cover von Mario Herger, der vor 6 Wochen hier war und als Entrepreneur, als Unternehmer, als Consultant aus dem Silicon Valley hier gewissermaßen das Evangelium dieser Innovationsmaschine vorgeführt hat. Sie sehen in der Mitte einen der Bestseller der letzten Jahre vom Springer-Angestellten Christoph Käse, Silicon Valley. Das Buch hat eingeschlagen und ist sozusagen ein Verkaufsschlager geworden. Auch die öffentlich-rechtlichen Medien, links Kleber, Judith Rakers, sind mittlerweile im Silicon Valley vorstellig geworden, um dort für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Mikrofon in diese Szene zu halten. Und wenn ich jetzt bitte das letzte Bild bekommen könnte. Mittlerweile werden die Nerds aus dem Silicon Valley, Sie sehen dort Zuckerberg, den Vorzeigeunternehmer, der wird von Angela Merkel empfangen, er wird von Papst Franziskus empfangen. Wie Staatsgäste werden diese Nerds, die vor einigen Jahren noch als verhaltensauffällig gewissermaßen möglicherweise therapeutisch behandelt worden wären, sind mittlerweile avanciert zu großen politischen Größen, die entsprechend auch hofiert werden. Sie sehen es hier, die CEOs, unten Höttges von Telekom, der mit einer Virtual Reality Brille posiert vor der Presse. Meistens kommen diese CEOs auch mit aufgekrempelten Hemden und dem obersten Hemdknopf offen wieder, um zu signalisieren, dass sie im Silicon Valley diesen Innovationsspirit sozusagen jetzt auch hier in Deutschland verkörpern. Sie sehen oben rechts legendär die WG, Springer WG, links Christoph Käse, rechts Kai Diekmann von Springer, die, um diesen Spirit im Silicon Valley wirklich hautnah zu erleben, für ein Dreivierteljahr von, ich glaube, 2012, 2013 in Silicon Valley gefahren sind. Diese ganze Lagebesprechung spitzt sich immer mehr zu, gerade heute Abend wieder ein großes Event im deutschen Fernsehen. Startup ist mittlerweile auch eine Fernsehformatgröße geworden. Von all diesen Silicon Valley Analysten, von all diesen Silicon Valley Experten und Erklärern, Silicon Valley Flüsterern, unterscheidet sich unser Redner von heute Abend durch einen ganz entscheidenden Umstand. Denn während alle diese Redner in Silicon Valley aufbrechen müssen, um dort ihre Kontakte zu bekommen, ist unser heutiger Redner, wohnt, lebt und arbeitet seit 30 Jahren im Silicon Valley. Und zwar genau dort, wo, wenn man den Kennern Glauben schenken darf, der Maschinenraum des Silicon Valley angesiedelt ist, nämlich die Stanford University. Einige Kenner gehen so weit, um zu sagen, dass das Silicon Valley im Grunde genommen ein Effekt
ein Folgeeffekt eben dieser Universität, dieser Elite-Universität ist in Kalifornien, von denen die Kenner behaupten, dass sie in ihren Leistungs- und Kenndaten schon auf dem besten Wege ist, die klassischen Ivy League-Universitäten an der Ostküste hinter sich zu lassen. Und dieser Umstand, dort zu wohnen, dort zu arbeiten, wo die Zukunft stattfindet, das zeichnet unseren heutigen Gastredner aus. Und während die besagten Silicon Valley Reisenden die Klinken putzen müssen, auf den harten, langen Wartebänken vor den Chefetagen des Silicon Valley Platz nehmen müssen, um Eintritt zu bekommen, hat unser heutiger Redner den uneinholbaren Vorteil, dass die Geschäftsführer des Silicon Valley, die Entrepreneurs, die Studenten, die Geschäftsführer von morgen bei ihm als Studenten über den Campus laufen, dass sie ihm als in seinen Seminaren sitzen, und das ist macht ihn zu einem beispiellosen Experten auf diesem Feld, und deshalb ist es für uns eine wunderbare Gelegenheit, dass wir heute Abend ihn haben bekommen können. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen vorstellen Hans-Ulrich Gumbrecht. Er ist Professor für Romanistik, Soziologie und Philosophie, hat in München, Regensburg, Pavia und auch in Salamanca studiert. Er ist mit 23 Jahren promoviert worden, wurde mit 26 Jahren beispiellos jung, fast zu jung, in Bochum Professor. Damals so jung, dass er sich ein Jahr lang vertreten musste, damit er bis mit 27 das standesgemäße Alter hatte, um in Deutschland in den 70er Jahren einen Lehrstuhl zu bekommen. Er hat dann in Siegen gelehrt und hat dort, wenn man überhaupt mit deutschen Geisteswissenschaften das Prädikat Start-up in Verbindung bringen wollte, hat er als erstes das erste nicht naturwissenschaftliche Graduiertenkolleg Kommunikationsformen als Lebensform in Siegen an Land gezogen und ist dann 1989, also im Jahr des Mauerfalls, nach Amerika gegangen, eben als Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford University. 2000 hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und hat mittlerweile ein kaum mehr überblickbares Werk vorgelegt von unzähligen Publikationen, diversen Doktorwürden und nicht zuletzt, besonders strahlend und herausragend, vom Feuilleton anlässlich seines letzten Semesters in diesem Februar in Stanford, wurde ihm das Prädikat, der Ehrentitel Supersepp, verabreicht für sein herausragendes Wirken auf den verschiedensten Bühnen, nämlich als akademischer Lehrer und Forscher, als Intellektueller und Autor mit der solitären Bereitschaft, als Philosoph, als Homme de Lettres, als Geisteswissenschaftler dorthin zu gehen, wo es weh tut, nämlich in den Strafraum der Gegenwart mit ihren brennenden, drängenden Fragen. Er ist also ein interdisziplinärer Grenzgänger und Grenzüberschreiter par excellence, und das auch in Sachen Alltagskultur, nicht zuletzt in Richtung Sport. Hans-Ulrich Gumbrecht sagt über sich selbst: Ich lebe dort, wo das 21. Jahrhundert sich ereignet. Und ich möchte schließen mit einer Lieblingsanekdote, die er mir immer wieder erzählt hat und von der ich behaupten möchte, dass derjenige, der diese Anekdote zu deuten vermag, nicht weniger als eine Art Schlüssel für die Bildungsdebatte im 21. Jahrhundert in seinen Händen halten wird. Und zwar geht es um die Erzählung, dass Hans-Ulrich Gumbrecht in seinen Seminaren eben diese besagten Google-Studenten, diese Studenten in seinen Philosophie-Seminaren hat, die in den Semesterferien für ein horrendes Geld bei Google die Codes zusammenschreiben, die ihn aber, und das ist der erste Punkt dieser Anekdote, die ihn als akademischen Lehrer beschämen, die mit einer Intelligenz, mit einer atemberaubenden anderen Intelligenz Philosophietexte lesen. Und jetzt kommt der zweite Punkt auf die Frage, warum Sie als Google-Nerds, als Coder, die in absehbarer Zeit Millionäre, gar Milliardäre sein werden, warum Sie bei ihm, dem Philosophen, heiliger Texte, philosophische Texte lesen, geben Sie ihm zur Antwort: It makes us being better coders. Es wird uns, oder es macht uns, Philosophietexte zu lesen, zu besseren Programmierern. Und Sie mögen erkennen, dass das mehr ist als eine Anekdote. Wenn Sie morgen die Neue Züricher Zeitung aufschlagen, auf Seite 38, ist eben ein Interview mit einem
diese atemberaubenden Wunderkinder aus dem Silicon Valley, die bei Sepp Gumbrecht im Seminar gesessen haben. Meine Damen und Herren, ich mache nun die Bühne frei. Lieber Sepp, the stage is yours. Vielen herzlichen Dank, dass du aus dem Silicon Valley, aus Stanford, den Weg nach uns, zu uns nach Hamburg gefunden hast. Der Vortrag wird etwa 60 Minuten dauern. Danach werden wir im Anschluss wie immer diskutieren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich muss das Buch noch mitnehmen hier. Das kenne ich schon. So, jetzt muss ich gegen die Verkabelung hier meine Notizen rausziehen, aber das ist jetzt gelungen. Sie hören mich einigermaßen? Ich kann ja auch manche von Ihnen sehen, nicht alle, aber okay. Zunächst, lieber Kai, möchte ich mich bei dir für die Einladung und für die Einleitung bedanken. Wobei kann ich mich für so eine Einleitung bedanken? Nach dieser Einleitung kann man eigentlich nur enttäuschen. Außerdem möchte ich der Udo Keller Stiftung Forum Humanum für die Einladung danken, in Gegenwart Ihres Vorsitzenden. Und Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie den weiten Weg heute bei Regen, gestern hätte ich gesagt bei der Kälte, ins Planetarium gefunden haben. Ich kann Ihnen eigentlich jetzt nach diesen Einleitungen nur eines versprechen, dass ich mein Bestes tun werde, diese Landschaft, auch diesen Ort, den Sie gesehen haben, also Stanford Campus, in der Mitte von Silicon Valley, ich muss übrigens also lokalpatriotisch sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt langsam zu den Ivies aufschließen. Die Ivies kommen nicht mehr hin, also das sind auch die internationalen Rankings so, ja. Also das klang so ein bisschen, als wären wir jetzt der Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga. Nein, so ist es also wirklich nicht. Aber ich werde versuchen also mein Bestes tun, in diesen Ort heraufzubeschwören, hätte man früher gesagt. Und auch Sie heute Abend, das darf man ja vor allem in Deutschland immer nicht sagen, intellektuell gut zu unterhalten. Ja. Ich finde, dass zwischen einem intellektuell unterhaltsamen und intellektuell scharfen Vortrag überhaupt kein Gegensatz bestehen muss. Und weil Kai schon mit einer Anekdote die Einleitung beendet hat, möchte ich mit einer Anekdote beginnen, also direkt da anschließen. Und stellen Sie sich vor, im Februar dieses Jahres ein Kolloquium von Geisteswissenschaftlern auf dem Stanford Campus. Der Titel war After 1967, also in Bezug auf das Schwellenjahr, das Jahr der Studentenrevolution 1968, Generation of 1968. After 1967, Methods in Moods of the Humanities. Also es war sozusagen eine Geschichte der letzten 50 Jahre in den Geisteswissenschaften. Und in einem der Segmente dieses Kolloquiums haben sich die etwa 100, 150 Geisteswissenschaftler, die da waren, darüber unterhalten, wie sich das Erleben, die Erfahrung der Zukunft in den letzten 50 Jahren verschoben hat und wie darin sozusagen eine Bedingung dafür liegt, wie die Geisteswissenschaften arbeiten und sich selbst verstehen. Und plötzlich meldet sich ein ganz junger Teilnehmer, nicht Teilnehmer dieses Kolloquiums, ein Hörer dieses Kolloquiums, der eigentlich aussieht wie 15 oder 16, aber tatsächlich also bald 21 wird und auch mal ein Bier trinken darf. Man darf ja vor 21 in den USA kein Bier trinken. Und sagt also, wie können Sie über die Zukunft reden, ohne das Jahr 2012 zu erwähnen? Ich werde auf das Jahr 2012 weiter eingehen. Seit dem Jahr 2012 kann künstliche Intelligenz sozusagen sich selber programmieren, kann also immer intelligenter werden, kann lernen. Und das heißt, dass jetzt das, was von Ray Kurzweil und anderen immer angekündigt worden ist, die Singularity, jetzt sind wir wirklich auf dem Weg der Entwicklung einer Intelligenz, die der menschlichen Intelligenz überlegen sein wird. Und das bedeutet, sagt dieser junge Mann, also mit irgendeiner Autorität, aber auch Naivität, das bedeutet zum Beispiel, we can take care of poverty, also Armut wird es in Zukunft nicht mehr geben, hat er versprochen. We can also take care of death, und dann sagt er diesen Satz, I will not die, I will never die. Nicht, weil er unsterblich ist, sondern weil also Tod ist, we can take care of death. Und dann sah er schon die betretenen und etwas zerknautschten Gesichter der Geisteswissenschaftler und sagt, and then, without death, you the humanist have a real problem. Also ihr Geisteswissenschaftler, wenn ihr nicht mehr über den Tod reden kann, sagt er also in schlechter Form. Das hat
irgendwie gesessen, wobei das gar nicht seine Absicht war. Er wollte nur sagen, wie könnt ihr über Zukunft reden und diesen, wir sind jetzt, Singularity ist nicht mehr angekündigt, sondern wir sind jetzt auf dem Weg zur Singularity. Ich will gar nicht sagen, dass er recht hat, aber das war sein Eindruck. Und ich habe selten also die Gesichter von Kollegen so zerknautscht gesehen, wie nach diesem Tiefschlag oder K.O.-Schlag. Es war eine eigenartige Mischung unter den Kollegen, von denen sehr viele Europäer waren, einige Deutsche auch, aber Südamerikaner. Auf der einen Seite eine Faszination, auf der anderen Seite Empörung, also Empörung mehr als Kritik, aber auch schon der Ansatz, also herablassend zu sein. Und warum diese Kombination, warum Herablassung? Naja, also so ein junger Mann, also ganz offensichtlich ein Undergraduate, also nicht einmal ein Doktorand. Ich hatte zweitens das Gefühl, weil man an seiner Rede merkte, dass er also Code schreiben kann und vielleicht verdächtig ist, in Silicon Valley zu arbeiten, dass auch geradezu im Nietzsche's und Gin ein Ressentiment eine Rolle spielte. Vielleicht ist er reicher als wir schon mit 15 Jahren, also ist nicht 15, sondern 20. Das spielte eine Rolle und ich glaube, das Allerschlimmste war, dass er mit dieser eigentlich nur ironisch gemeinten Bemerkung, and if we take care of death, you, the humanist, will have a deep problem, hat nichts mehr, wo wir reden können, dass das total gesessen war. Ja? Wir waren noch nie so bewusst, dass wir eigentlich in den Geisteswissenschaften den Anspruch erheben, dass wir die Einzigen sind, die über existenzielle Dimensionen wie der Tod etwas Relevantes zu sagen haben. Also das war eine ganz eigenartige Szene, die ich letztlich für typisch halte, also auch für die Silicon Valley-Protagonisten, lieber Kai, die du an die Kuppel dieses Raumes projiziert hast, nicht? Also zum Beispiel Kai Diekmann, Springer hat mittlerweile eine Dependance in Silicon Valley, jemand, den man sehr oft in Silicon Valley sieht, der offenbar tatsächlich also mit Mark Zuckerberg sehr befreundet ist, ist Hubert Burda. Und meistens, ich werde gleich was über meine eigene Inkompetenz sagen, aber wenn man mit den Leuten dann über Silicon Valley redet, selbst wenn sie also sehr viel Information aufgesogen haben und mit sehr vielen Leuten geredet haben, man hat irgendwie den Eindruck, they don't get it, somehow. Und es ist schwer, dass ich für heute Abend, vielleicht ist das eigentlich das, worüber ich reden will, why don't they get it? Ja? Auch dieser Satz, wir müssen es verstehen, ist irgendwie so, dass der ist, ja, geisteswissenschaftlich gesagt, zu hermeneutisch. They don't get it, also es gibt immer eine gewisse Herablassung, das ist ja eigentlich doch sehr amerikanisch und naiv. Sie können so als Testfall mal sehen, beobachten Sie mal 3, 4, 5 Tage, wie in deutschsprachigen Medien über Tesla geschrieben wird. Das bedeutet eigentlich immer, ist aber eigentlich kein Mercedes oder BMW. Ja? Und wenn also irgendjemand mit dem Tesla einen Platten hat oder ein Unfall passiert, mit der typisch Tesla, ja, oder der rasselt und so weiter, das ist ja eigentlich eine Konkurrenzsituation, also es gibt eine gewisse Bedrohung. Ausgerechnet aus Amerika kommt da ein Auto, was BMW und Mercedes nicht kaufen können, also das Auto schon, aber es gab hier das Takeover-Angebot von 100 Milliarden von Mercedes und da dachte Elon Musk, das interessiert ihn nicht, er hat selber schon 10, das ist eigentlich zum Leben genug. Also, und man kann anscheinend nicht diese Batterie kopieren. Ne? Das ist also ganz eigenartig, aber Sie lesen nur, dass Tesla also unter seinen Produktionsverpflichtungen zurückbleibt. Es gibt nie eine positive Nachricht über Tesla. Ja, das ist ganz eigenartig und wenn das sozusagen die Prämisse des Verstehens von Silicon Valley ist, dann ist das Verstehen nicht auf dem richtigen Weg. Aber was ist eigentlich mein Kompetenzanspruch? Also wie Kai gesagt hat, ich lebe seit 29 Jahren ganz genau auf dem Stanford Campus, das ist ein riesiger Campus, neben der kleinen Stadt Palo Alto, tatsächlich in der Mitte von Silicon Valley. Ich lebe aber auch in intellektueller Distanz. Also ich bin einer der wenigen Leute auf dem Campus, der nicht Code schreiben kann. Ich bin natürlich kein Computer Scientist oder jemand von Symbolic Systems, das ist sozusagen die intellektuelle Version von Computer Science, also damit Sie sehen, wie altmodisch ich bin, ich habe nicht mein Handy. Ja? I'm the only person in Silicon Valley who doesn't have a cell phone und ich kann nicht mal für mich in Anspruch nehmen, dass das also irgendein politischer Widerstand wäre. Also wenn
der Hauptteil der Arbeit damit verbracht wird, Bücher zu schreiben oder Seminare vorzubereiten, ist es gut, wenn man lange nicht unterbrochen wird, auch von seiner eigenen Sucht, irgendjemand zu erreichen, irgendjemand anzurufen. Also I don't possess a cell phone. Und dennoch bin ich überzeugt, ohne dass ich das genau fassen kann, dass die Nähe von Silicon Valley, sozusagen metaphorisch gesprochen, in Bewegung, in Vibrations inspirierend ist. Ich bin überzeugt, dass die Nähe von Silicon Valley, ohne Silicon Valley zu verstehen, für meine eigene Arbeit, für mein eigenes intellektuelles Leben in den vergangenen Jahren gut ist, in dem Sinn, den Kai schon angedeutet hat. Ich glaube tatsächlich, dass ich da lebe, wo sich das 21. Jahrhundert ereignet, ereignet sich auch in Hamburg, Sie wissen, wie ich es meine, vielleicht in dem präzisen Sinn, wenn Hegel sozusagen von den Toten auferstehen würde. Und würde sich die Frage stellen, die er sich gestellt hat in den späten 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, wo ist der Geist heute? Und ich glaube, die Frage hat er konkret in einem räumlichen Sinn gestellt und dann in bescheidener Weise, wie Sie wissen, beantwortet, in Berlin an der Humboldt-Universität an meinem Lehrstuhl. Nicht? Da ist der Geist. Ich denke, wenn Hegel heute die Frage stellen würde, würde er sagen, der Geist sitzt in Silicon Valley. Und ich meine nicht in Silicon Valley, Stanford, in dem Literature or Philosophy Department, sondern bei den Leuten, die programmieren. I think this is where the spirit is happening today. Und meine Nachbarschaft sozusagen in den 30 Jahren, das ist zum ersten das Erleben, war inspirierend. Ganz konkret gibt es aber auch empirische Beziehungen, alltägliche Erfahrungen, die Kai auch angedeutet hat. Und das ist sozusagen nicht mein Claim of Glory, aber mein Claim of Competence. Das will ich Ihnen jetzt nicht im Detail, aber doch in einigen Andeutungen erzählen. Und ich werde vor allem, auch weil einer von den beiden morgen ein sehr langes Interview in der NZZ hat, von zwei Studenten reden, die Sam heißen und Faraz. Das ist ganz üblich, die sind Roommates seit dem Freshman Year und besitzen seit August letzten Jahres zusammen ein Startup. Und reden eigentlich nie davon, dass Sam aus einer orthodox-jüdischen Familie ist und Faraz aus einer orthodox-muslimischen Familie. Das ist offenbar kein Problem. Die Struktur des Studiums geht so, Sie wissen, a College ist kein Fachstudium, kein berufsbildendes Studium, sondern die Idee von College ist tatsächlich Studium Generale, auch wenn man das nicht im Lateinischen sagt. Also nach 4 Jahren College, if you BA from Stanford University or from Harvard University oder was weiß ich, von Berkeley, soll man ein gebildeter Mensch sein. Ja? Wobei der Bildungsbegriff also nie diese explizite Rolle in Amerika gespielt hat. Aber die College-Idee ist Bildung. Und wenn man sagt, you got a BA in Computer Science oder BA in French Literature, dann heißt das nicht, dass Sie ausgebildet worden sind zum Literaturwissenschaftler für französische Literatur oder zum Computerwissenschaftler, sondern bedeutet das, dass innerhalb dieses Studium Generale Computer Science oder French Literature oder Philosophy oder Biologie und so weiter und so weiter in den letzten beiden Jahren Ihr Schwerpunkt. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Studenten nicht nur einen Major machen, sondern auch ein Double Major, manchmal auch ein Triple Major. Und vor 4, 5 Jahren ist das Computer Science Department in Stanford an die Literature Departments herangetreten, hätte meine Schwiegermutter gesagt, und habe gesagt, ob wir mit ihnen einen Double Major machen wollen. Also dass Studenten, die Computer Science machen, als zweiten Major irgendeine Literaturwissenschaft, das könnte Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Sanskrit, Comparative Literature, Literary Theory und so weiter und so weiter sein. Und seither gibt es diesen Double Major, der nicht enorm populär ist, aber die Kollegen von Computer Science sagen uns, dass ihre Elite-Studenten, also das ist sozusagen die Elite der Elite, ihre besten Studenten in Computer Science, das sind die 10-15%, die diesen Double Major machen. Und für Geisteswissenschaftler muss man noch sagen, dass also das, was man im angloamerikanischen Bereich kontinentale Philosophie nennt, also die nicht analytische Philosophie, die Philosophie, die in Europa, im kontinentalen Europa im Wesentlichen gepflegt wird, wird an amerikanischen Universitäten meistens in Comparative Literature Departments abgedeckt. Also dieser Sam und Faraz haben diesen Double Major in Computer Science and Comparative Literature, weil sie sich für kontinentale Philosophie interessieren, weil sie sich für Leute interessieren,
vor allem, nicht nur, wie Hegel, Heidegger, Nietzsche, Sartre und so weiter und so weiter. Also das sind glücklicherweise durch dieses Angebot des Computer Science Departments mittlerweile unsere Studenten. Und wie Kai schon angedeutet hat, wenn man die fragt, warum interessieren sie sich für diesen Double Major, dann sagen sie, und ich denke, darüber werde ich später reden, mit Gründen, weil ihnen das hilft, besser Code zu schreiben. Und Code schreiben ist gar nicht das, was man können muss, um eines Tages viel Geld zu machen. Ich denke, Code schreiben ist die Passion. Yeah? That's what you really want to do. Man kann das auch benutzen, um Geld zu machen. Man kann das auch benutzen, um einen Summerjob zu haben, der viel Geld produziert. Aber fast alle von diesen Elite-Studenten, vor allem je jünger, desto mehr, Electronic Natives, haben irgendein Projekt im Code schreiben und das wird ihnen helfen. Aber dass Sie nicht denken, das sei nur instrumentalisiert, will ich Ihnen sagen, dass also im letzten Trimester die beiden zum Beispiel, Sam und Faraz, in einem Seminar von mir über den Begriff Bliss, schwer zu übersetzen, Glückseligkeit, Bliss and Literature hieß das Seminar, eine Analyse des zweiten Teils des Manns ohne Eigenschaften vorgelegt haben, also im Seminar vorgestellt haben, die ich in der ganzen Musi-Literatur, und ich kenne die Musi-Literatur einigermaßen, also Literatur über Musi, nie auf diesem Niveau gefunden habe. Ja? Und dann lag der Mann ohne Eigenschaften auf dem Tisch, also in englischer Übersetzung, und die hatten tatsächlich diese 1600 Seiten gelesen, beide. Ja? Die konnten auswendig zitieren und das war gut. Das war kein Deutsch schlechter als Doktoranden in der Literaturwissenschaft lesen. Außerdem produzieren die beiden Artificial Intelligence. Es geht vor allem in der Artificial Intelligence bei den beiden um Spracherkennung, und zwar nicht Dekodierung, nicht die Inhalte der Sprache, sondern was sagt die Tonalität der Sprache über die Kommunikation aus. Also wie würde man reagieren, wie würden Sie auf meine Stimme zum Beispiel reagieren und auf die Tatsache, dass neben der Stimme Sie diese Projektion hier oben haben. Also das ist, was Sie in Artificial Intelligence interessiert. Und dann haben Sie im August diesen Startup angefangen. Und ich habe neulich also einen Doktoranden von der Business School gefragt, wie würdest du denn diesen Startup einschätzen? Und er sagte, naja, also if I was an investment banker, my first offer would be half a billion, also 500 Millionen, und I would go up to 1 billion. Und dann sage ich ja, ist der Startup so toll? Und sagt, naja, was die produzieren, ist sehr, sehr interessant, aber das Business Model ist völlig innovativ. Das heißt also, das ist eine der ganz frühen Startups, das ist jetzt die Mode, der kein Seed Money mehr kriegt. Die haben keinen Dollar geschuldet. Die haben angefangen, haben ein Programm geschrieben. Das Programm war so attraktiv, dass Leute anfingen, das zu kaufen. Nicht normalerweise fängt ein Startup an mit 15 Millionen oder so von Google und dann müssen sie erstmal die 15 Millionen zurückzahlen. Das Business Model ist genauso gut wie die Software, die sie produzieren. Also ich hoffe, mein Enthusiasmus verstört sie nicht allzu sehr. Ich habe immer so intern, also nicht ein Ranking gemacht, aber das geht ja Sportsfans so. Ich habe so, was waren die 5 intelligentesten Leute, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe? Und ein paar intelligente habe ich kennengelernt. Ja, die beiden, die haben noch die Top 5, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja? Auch die Genauigkeit zum Beispiel, mit der die Musiker analysieren können. Oder die Schnelligkeit, mit der die Deutsch lernen und dann plötzlich Deutsch sprechen können. Also. Das war eine so lange Einleitung, meine Damen und Herren, dass Sie sehen, dass ich ein ehemaliger deutscher Akademiker bin. Ich will Ihnen jetzt mit einer Silicon Valley-Metapher Menu, also Gliederung, sagen, worüber ich heute Abend sprechen will. Das wird ein Quick Step, das hat also 5 Teile, immer ein längerer Teil, ein kürzerer Teil. Ich beginne, einigen von Ihnen wird das bekannt sein, mit einer Geschichte von Silicon Valley, also nicht einer ausführlichen Geschichte, die von der Erfindung des Begriffs und der Institution Startup in den späten 30er Jahren zu dieser Schwelle 2012 führen wird. Und dann möchte ich zweitens versuchen, Ihnen zu beschreiben, so gut als möglich, und das ist natürlich also für die Leute unter Ihnen, die Code schreiben können, Sie sind mein Test für heute Abend, was ich aus den Gesprächen mit Sam Faraz und anderen, ich sage jetzt immer Sam und Faraz, weil es diese beiden sind, aber das sind 10, 15 andere Studenten, mit denen ich arbeite, aus einem Independent Reading über den späten Heidegger gelernt habe, was die Probleme, was der intellektuelle Prozess des Programmierens
des Code-Writens, des Code-Schreibens ist. Wenn ich sage Independent Reading, das gibt es eigentlich an jeder amerikanischen Universität, also in Stanford ist es genauso geregelt, dass alle vier Lehrveranstaltungen, kann man eine Lehrveranstaltung mit einem Prof machen, ein oder zwei Studenten, man hat ein Programm von Texten, die man lesen will gemeinsam und trifft sich jede Woche eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Und das war dieses Independent Reading. Ich bin den späten Heidegger, was die beiden wollten, weil sie gesagt haben, wenn wir das machen, können wir besser Code schreiben. Im dritten Teil, also wieder ein ausführlicherer Teil, möchte ich Ihnen versuchen zu beschreiben, was die Soziabilität, und ich sage bewusst nicht die Soziologie von Silicon Valley ist. Was ist das für eine Art von Gemeinschaft? Was ist typisch für die Beziehung der Leute, die sich zu Silicon Valley rechnen? Ich möchte dann im vierten Teil ganz kurz auf diese Debatte zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk, also dem Tesla-Gründer, der aber auch auf dem Mars sterben möchte, gerne kommentieren und aufhören mit einem prototheologischen oder quasi theologischen Kommentar, ohne dass ich fromm bin. Das Ganze hat eigentlich vor allem den Charakter einer Beschreibung. Eine Beschreibung aus meiner Halbdistanzposition sozusagen, einer enthusiastischen Beschreibung, will ich zugeben, nicht den einer Erklärung oder eines Verstehensansatzes. Aber lassen Sie mich der Beschreibung noch zwei Prämissen vorausschicken. Der französische Paläontologe André Leroy-Gourhan, wenn Sie den Namen nicht kennen, lohnt sich nachzugucken, Leroy-Gourhan, hat einmal die These aufgestellt, dass das, was wir Kultur nennen, die Fortführung der biologischen Evolution des Menschen unter der Bedingung einer erhöhten Beschleunigung ist. Das ist also, was wir Kultur nennen, könnte man betrachten als Fortführung der Evolution, die aber jetzt nicht mehr mit 500.000 Jahren Abständen, 50.000 Jahren Abständen, sondern mit 1.000 Jahren Abständen rechnet. Und dann die zweite These ist, dass Technologie genau in diesem Sinn, auf dieser Linie noch einmal die Beschleunigung der Kultur ist. Und wenn man sich das so zu Gemüte führt und sieht, dann müsste man ja sagen, dass also schon heute in Ihrem Alter, in meinem Alter, vor allem in Ihrem Alter, also mit iPhone 7 oder so, einige der Prädikate, die früher Gottesprädikate waren, sich eingelöst haben, also in unserem Alltag sind, nicht? Also Allgegenwart zum Beispiel. Wir können natürlich also mit elektronischer Kommunikation allgegenwärtig sein. Also ich könnte jetzt, wenn ich ein Cellphone hätte, mit meiner Frau in real time reden. Wir könnten die auch hier projizieren oder wir könnten Sam Jin, also Faraz hier, projizieren. Es gibt sowas wie Allgegenwart. Ich meine, es gibt auch so etwas wie Allwissenheit. Nicht? Also Sie können, wenn Sie auf dem Web sind und einigermaßen, also Sie müssen gar nicht besonders kompetent sein, gibt es eigentlich keinen Gegenstand des Wissens, den Sie nicht schon in vorverdauter, strukturierter Form abrufen können. Ewigkeit gibt es noch nicht, aber Sie wissen, es gibt das als Projekt medizinischer Forschung. Also sozusagen die Abnutzung des menschlichen Körpers durch Ersatzteile auszugleichen und es sozusagen ins Belieben jedes Individuums zu stellen in der Zukunft, wie lange man leben will. Das ist schon eine eigenartige Perspektive und das könnte sich ja mit Singularity noch einmal verändern. Die zweite Prämisse, von der ich reden will, ist diese eigenartige heideggersche Formulierung, dass einem bestimmte Aufgaben des Denkens aufgegeben sind. Ich denke, es ist vielleicht, wenn man ein philosophisches Temperament hat, ein philosophisches Gespür, keine Aufgabe, oh, ich könnte jetzt auch mal philosophisch über Silicon Valley, philosophisch über Artificial Intelligence nachdenken. Ich denke, das ist uns aufgegeben und auch wenn Heidegger, der 1976 gestorben ist, von elektronischer Technologie nichts mehr mitbekommen hat, so ist er ja doch, also je später in seinem Leben, desto stärker überzeugt gewesen, dass der Ort, die Dimension unserer Kultur, wo sich Selbstentbergung des Seins ereignen könnte, dass die Dimension der Kultur Technologie ist. Und ich verstehe den berühmten Satz aus dem posthumen Spiegel-Interview, nur ein Gott kann uns helfen,
in der Hinsicht, dass eigentlich die Möglichkeit einer Selbstentbehrung des Seins, eines Wahrheitsereignisses gegeben ist in der Technologie und dass es uns nicht gelingt, die richtige Perspektive zu finden. Die Perspektive, die wir haben, ist immer zu instrumental. Und ich möchte mal so an den Horizont stellen, dass möglicherweise dieser Weg zu Singularity oder nicht, also wenn sich Singularity einstellt, dass das sozusagen ein Prozess der Selbstentbehrung des Seins sein könnte. Die Wahrheit wäre sozusagen, das Ereignis, was sich zeigt, wäre diese Art von Intelligenz. Aber jetzt also erster Programmteil, Geschichte von Silicon Valley. Man taxiert die Geschichte normalerweise in den späten 30er Jahren in einer protrahierten Krisensituation. Sie wissen, dass also in den Vorkriegsjahren unter Roosevelt die amerikanische Wirtschaft sich einigermaßen von der Depression der frühen und mittleren 30er Jahre erholt hatte, aber ausgerechnet die Peninsula, also diese schmale Landzunge zwischen der Bay of San Francisco und dem Pazifik, das ist, wo Stanford und Silicon Valley sich befinden, war in einer Krise, denn die einzig nennenswerte Industrie, die es gab, war die Weinindustrie in Napa Valley, also nördlich von San Francisco, und die war im Wesentlichen kontrolliert und in Besitz von alteingesessenen amerikanisch-italienischen Familien. Und Stanford, das damals eine gute, aber noch nicht eine besonders gute Universität war, war schon immer eine Art TU, eine Art technische Universität und produzierte immer mehr junge Ingenieure, die keinen Job gekriegt haben. Und es war ein Dekan der Ingenieursfakultät, Frederick Terman, T-E-R-M-A-N, Frederick Terman, der den Begriff Startup erfunden hat und auch die Metapher der Angels erfunden hat. Der also die wenigen Unternehmen, die es in der Peninsula gab, nach im ganz im amerikanisch-kapitalistischen Sinn gesagt hat, es ist gut, wenn ihr junge Unternehmen finanziert, die euch Konkurrenz machen. Also ihr sollt investieren, ihr sollt Seed Money zahlen, damit die Leute euch Konkurrenz machen. Ja? Also so haben zum Beispiel Hewlett und Packard angefangen, nicht mit Chips, sondern was Hewlett und Packard zuerst produziert haben, war produziert von Seed Money von den gar nicht starken Industrien, die es damals auf der Peninsula gab. Also es gab den Begriff des Startups, es gab den Begriff der Angels, also die ältere eingesessene Firma, die sozusagen mit hohem Risiko in eine junge Firma investiert, und die Pi mal Daumen Proportion, von der man ausgegangen ist, einer von 10 Startups überlebt. Ja? Vielleicht ist das das Problem der in Berlin vom regierenden Bürgermeister unterstützten Startups, dass zu viele von denen überleben, sage ich mal ganz brutal. Also die Konkurrenz muss sehr scharf sein und das Risiko muss relativ hoch sein. Zweite Stufe, diese Idee des Startups, die immer an die Universität gebunden war, das war eigentlich eine Problemlösungsstrategie, damit die Leute, die mit einem BA oder auch mit einer Promotion in Engineering endeten, nicht arbeitslos blieben, ist dann in den frühen 50er Jahren systematisiert worden mit einer Institution, die Stanford Industrial Park hieß. Also es gab dann auf dem Campus sozusagen einen Inkubator für Startups. Das wurde später in den mittleren 50er und 60er Jahren dann weltberühmt, aber das ist noch alles vor der elektronischen Industrie, unter dem Xerox Park. Ja? Also kopieren, wie kann man, was ist die Technologie des Kopierens? Das war sozusagen Cutting Edge in der Technologie. Und erst dritte Stufe, in den 60er Jahren kam der Name Silicon Valley. Weil in den 60er Jahren offenbar, also ich bin natürlich, wie Sie hören, wie ich das beschreibe, kein Spezialist dieser Geschichte, das Rohmaterial in der Produktion der Chips von Germanium auf Silicon umgestellt wurde. Und das hat tatsächlich auf der Peninsula stattgefunden und seither der Name Silicon Valley. Aber ursprünglich war Silicon Valley also ein Ort, wo Hardware produziert worden ist, nicht? Also nicht unbedingt Software. Und erst seit den 70er, 80er Jahren ist eigentlich die Hardwareproduktion gar nicht mehr in Silicon Valley gelaufen. Also heute sollte Silicon Valley gar nicht mehr Silicon Valley heißen, sondern man hat sich immer mehr auf Softwareproduktion, auf das konzentriert, was heute Apps heißt.
Und seither, seit dieser Zeit, gibt es von Ray Kurzweil diese Prognose der Singularity. Aber das war eine Prognose, man war sozusagen noch nicht auf dem Weg. Also eines Tages, so die Prognose, wird es möglich sein, eine Intelligenz künstlich herzustellen. Seitdem gibt es den Begriff der Artificial Intelligence, die der menschlichen Intelligenz überlegen sein wird. Dann gab es sofort Einwände, nicht im Konkurrenzkampf zwischen Stanford und Berkeley kommen die Einwände immer aus Berkeley. Da gab es also einen Philosophen, Larry Dreyfus, der sagte, ja, aber diese Artificial Intelligence wird nicht verkörpert sein und ohne Verkörperung kann sie nicht sein wie die menschliche Intelligenz. Das heißt, wenn man dahingestellt, die letzte Schwelle, auf die ich hinweisen möchte, und das kann ich nur von außen beschreiben, ist offenbar 2012, weil seit 2012 die Rechenkapazität der Maschinen, wie man ja auch in Deutschland immer mehr sagt für Computer, die Rechenkapazität der Maschinen so gewachsen ist, dass eine Maschine bei ihren eigenen Problemlösungspraktiken selbst dazulernt. Also dass man sozusagen nicht mehr deduktiv von einem Modell ausgehen muss, sagen, das ist die Struktur des Gehirns, wenn man die je verstanden hätte, und wir müssen die Struktur des Gehirns mit irgendeiner Software kopieren, sondern die Maschinen bei jeder Problemlösung, bei jeder Aufgabe lernen hinzu. Und seitdem sagt man, und das scheint mir ganz überzeugend zu sein, ist Singularity nicht mehr nur eine Prognose, eine utopische Prognose, sondern man ist auf dem Weg zur Singularity. Man ist auf dem Weg zur Singularity und weiß eigentlich nicht, was passieren kann. Was wird diese höhere Intelligenz als menschliche Intelligenz tun? Also man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass diese höhere Intelligenz Menschen niedlich findet und Menschenzoos macht. Ja? Also wir dürfen so weiterleben wie bisher aus Toleranz, weil wir so niedlich sind. Es könnte aber auch sein, dass man uns also als Neues sozusagen als Unruhe betrachtet, als Unruhestifter und die Menschheit beseitigt. Also das sind Szenarios, die ganz offenbar nicht ganz unrealistisch sind. Noch niemand weiß das heute, aber was ich sagen will ist, und darauf werde ich gleich unter einer anderen Perspektive eingehen, die Arbeit auf dem Weg zur Singularity ist eine Arbeit mit einem ungeheuren Risikofaktor. Niemand weiß, ob Singularity je kommen wird und wenn es denn je käme, was die damit verbundenen Risiken sind. Damit zu meinem zweiten Teil und da gehe ich nun zurück auf dieses Independent Reading mit Salman Fats, der späte Heidegger. Wie kann man von außen programmieren als intellektuellen Prozess beschreiben? Lassen Sie mich vorausschicken, dass das Heidegger, der heilige Begriff, das heilige Konzept, das die beiden am meisten fasziniert haben und was ihnen den Eindruck gab, die Intuition gab, sie könnten von dem späten Heidegger etwas lernen, ist das Konzept von Gelassenheit. Es sind fünf Aspekte, die ich aus diesem Independent Reading gelernt habe und die mich philosophisch interessieren. Der erste Aspekt ist der, dass wenn man eine praktische Problemlösung sucht, also das, was Sam und Faraz mit ihrem Start-up machen, ist eine Database schaffen, in der das, was der Arzt in dem Moment sagt, und sagt, das Rezept schreibe ich für Sie, das ist das richtige Mittel für Sie, wo das sozusagen optimiert wird elektronisch, und zwar für Veterinärmedizin und Humanmedizin. Und die beiden sagen, die Möglichkeiten, wenn ich jetzt sehen will, wie kann ich die Präskription, also das Rezeptschreiben verbessern, die Möglichkeiten, ein solches Programm zu beginnen, sind so vielfältig und komplex, und das habe ich nicht nur von den beiden gehört, dass es keinen Rechner gibt, keine Maschine gibt, der diese Möglichkeiten reduzieren kann. Man kann eigentlich nur, das ist das Erste, mit einer Intuition anfangen. Ja, this would be the right way to start und dann sehen, ob das läuft. Man kann aber nicht sozusagen rational reduzieren oder sagen, das ist der richtige Weg anzufangen. Zweitens, und das ist das, die Implikation an Ihrer Beschreibung, die mich am meisten fasziniert, und das wird immer so verkörpert, dass Sie sagen, also you write code
Und die Hände sind immer, oder die Finger sind immer, oder die Intuition ist immer dem reflexiven Vollzug der Intuition ein Bruchteil von Sekunden, ein paar Sekunden voraus. Ja, du sagst, wenn du diese Gelassenheit, nicht, es gibt mittlerweile auf dem Stanford Campus eine sehr schöne Jazzband, die sich Gelassenheit nennt. Also Gelassenheit ist im Moment ein zentraler Ausdruck unter Unterständen auf Deutsch, Gelassenheit. Serenity ist das schönere Wort, aber Gelassenheit ist genauer für das, worum es geht. Also wenn ich versuche, meine Selbstreflexion zu synchronisieren mit dem Coden, mit den Fingern, also die symbolisch dafür stehen, dann ist das Coding nicht erfolgreich. Viele von Ihnen wissen sicher, dass es auch ein Generationenunterschied ist. Man sagt also, dass Sophomores und Freshmen in Computer Science die Aufgaben von Woche zu Woche, die Hausaufgaben von Woche zu Woche in einer halben Stunde lösen und Studenten über 30 brauchen 3 Tage. Und es ist keine Übertreibung. Ja, und es wird assoziiert mit dieser Fähigkeit to let go, also nicht zu versuchen zu synchronisieren. Das hat sie an Heidegger und Gelassenheit interessiert, auch an dem Begriff der Selbstentbehrung des Seins, dass das nicht sozusagen in unsere Kraft gelegt ist, sondern im Gegenteil sozusagen einen Schritt, metaphorisch gesprochen, zurücknimmt, damit sich das Sein entbergen kann. Drittens, und da fängt die Problemlage an, gibt es bei Leuten wie Sam und Faraz und gar nicht so sehr in ihrem Start-up im Sinn des Nietzschischen Begriffs Wille zur Macht, der kein politischer Wille zur Macht ist, sondern das Gefühl von einer Energie inspiriert und getrieben zu sein. Es gibt ein offenbar kaum zu zähmendes Bedürfnis, Trieb, das Wort ist vielleicht gar nicht falsch, auch die Nähe zum erotischen Trieb, an diesem Weg zu Silicon, nicht zu Silicon Valley, zu Singularity weiterzumachen. Ja, also das hat einen Suchtcharakter, and that's, dem ist sozusagen alles untergeordnet. Also der Startup ist dem gegenüber und der Startup, der auf 500.000 geschätzt wird, das ist eigentlich gar nicht interessant. Die Ermöglichung sozusagen an Software weiterzuschreiben, ist interessant. Viertens glaube ich, dass in diesem intellektuellen Prozess, aber auch in der Reflexion über diesen intellektuellen Prozess, der klassische westliche Wahrheitsbegriff keine Rolle spielt. Also wenn Sie das heideggerianisch formuliert haben wollen, ich weiß nicht, ob das jemand will, aber ich mache es auf jeden Fall, die Unterscheidung aus Sein und Zwei zwischen Vorhanden und Zuhanden. Nicht? Vorhanden heißt, man steht vor der Welt und versucht sozusagen die Welt zu verstehen. Nicht? Oder hegelianisch, sie versuchen Abläufe der Geschichte, Regularitäten der Geschichte zu interessieren. Der andere Begriff ist der der Zuhandenheit, der Begriff einer primären Vertrautheit, die den metaphysischen Ansatz, was sind denn die Regularitäten, was ist die Essenz, diese Frage nicht stellt. Und ich denke, im Sinn dieser Unterscheidung zwischen Vorhandenheit und Zuhandenheit ist der intelligente Prozess, der intellektuelle Prozess von Silicon Valley einer, der ausschließlich auf Zuhandenheit setzt. Ja, what really matters is that the program runs. Ja, was immer dabei herauskommt, das war ja bei meiner Anfangsanekdote gesagt, we don't care. We're interested in making the program run, we're interested to cover the way towards singularity and what really matters is that it runs. Schließlich könnte man sich fragen, was sind intellektuell gesehen die Ergebnisse? Und auch die Ergebnisse haben einen eigenartigen Status im Vergleich zu dem klassischen Wahrheitsbegriff. Es geht ja eigentlich immer um Simulationen. Nicht? Warum sind die Wettervoraussagen so unendlich besser geworden als in der Zeit, als ich 20 Jahre alt war? Also einige von Ihnen werden sich erinnern, jeder Witz in Deutschland ging über den Wetterbericht. Ja, auch in der Tagesschau, diese komplizierten Wetterkarten. Man sagt, also wenn es gesagt wird, dass es morgen regnet, wird es morgen ein sonniger Tag und umgekehrt. Also heute kann man sich weltweit nach Weather Reports den Koffer packen und es stimmt fast immer und es stimmt fast wirklich immer. Das sind Simulationen und so ist es auch also mit Software, die Ihnen empfiehlt, wo Sie Ihr Kapital, wenn Sie es denn haben, platzieren sollen, an der Börse. Nicht, das sind Simulations.
Aber die Simulations kommen sozusagen asymptotisch einer Gewissheit nahe. Aber es gibt, denke ich, und das ist schon interessant, in dieser intellektuellen Operation, von der ich glaube, das ist der Geist des 21. Jahrhunderts und der ich jetzt gar nicht bald kritisch gegenüberstehen will, eigentlich kein Äquivalent zum klassischen Wahrheitsbegriff, zur klassischen Wahrheitsdimension. Drittens, was ist die Soziabilität von Silicon Valley? Warum stelle ich die Frage überhaupt? Das klingt ja so ein bisschen wie so eine automatische Ex-Soziologen-Frage. Ich fange mit einem Phänomen an, was eigentlich nur sehr selten bemerkt wird. Man kann doch eigentlich sagen, dass im Wesentlichen elektronische Technologie die Technologie ist, die die Relevanz der Dimension Raum eliminiert hat. Ja? Sie können als Mitarbeiter bei Google, also I know that for a fact, in Mumbai wohnen und ihre Arbeit machen, auf der Osterinsel oder in Feuerland oder auch in Sibirien, das spielt überhaupt keine Rolle. Also sie müssen überhaupt nicht in Mountain View sein. Oder warum ist jemand, der so sehr auch von seinem Akzent wie eine Parodie des jüdischen Intellektuellen aus Massachusetts, wie Zuckerberg, warum ist Zuckerberg nach Palo Alto umgezogen? Das ist eigentlich ganz eigenartig. Also was macht das aus? Warum sagen Leute wie Sam und Faraz, oder Sam ist aus Chicago und Faraz ist von Minneapolis, dass sie besser Code schreiben, wenn sie in Silicon Valley, also zwischen San Jose und San Francisco auf dieser Halbinsel. Das ist zum Ersten eine empirische Erfahrung. Die glauben und können das auch sozusagen empirisch dokumentieren. Sie schreiben besser, sie schreiben erfolgreicher, schneller Code, wenn sie da sind. Aber warum ist das so? Also könnte man den Begriff der Stimmung, könnte man den amerikanischen Begriff des Bliss verwenden, um das zu erklären? Erklären kann ich es nicht, aber ich kann vielleicht beschreiben in Ansätzen, was diese Soziabilität von Silicon Valley ist. Ich glaube, das wird Ihnen jeder Bewohner von Silicon Valley, und in dem Sinn bin ich kein Bewohner, ich bin sozusagen ein Adjacent, ja, also ich wohne in der Nähe. Jeder Bewohner wird Ihnen sagen, die Grundzelle sind so Gruppen von 5 bis 10 Leuten. Da gibt es eine 5 bis 10 Leuten, die in Halbdistanz leben. Die arbeiten zusammen, die sehen sich jeden Tag, aber es gibt wenig Romantic Histories, die gehen auch nicht unbedingt zusammen zum Essen. Aber die verbringen so 7, 8 Stunden, arbeiten in der Nähe, gar nicht unbedingt zusammen, aber arbeiten in Kontiguität und trinken zusammen Kaffee. Es gibt unter diesen Leuten eine Mentalität von nichts ist unmöglich, nicht alles ist möglich. Nichts ist unmöglich und dafür gibt es also eine mythologische Anekdote, als Steve Jobs die Idee des PCs hatte und, glaube ich, ein Grundmodell hatte, kam plötzlich eine Firma und sagte, wir würden also diese PCs kaufen, wenn sie in 3 Tagen 500 davon produzieren können. Das war eine Gruppe von 5 bis 10 Leuten und in irgendwelcher wunderbaren Weise haben das geschafft. Das war sozusagen der Beginn von Apple, der mythologische Beginn von Apple. Aber das Interessante ist, statt zu sagen, das geht nicht, man kann nicht in 3 Tagen 500 Exemplare produzieren, they somehow believed nothing is impossible. Wenn man fragt, was sind die Modi der Kommunikation zwischen diesen Leuten, so ist offenbar die verbale Kommunikation und auch die Kommunikation über elektronische Technologie relativ gering. Man muss davon ausgehen, dass es etwas wie Ansteckung gibt, dass es wechselseitige Resonanz gibt, dass es noch einmal im Nietzschischen und nicht im politischen Sinn einen Willen zur Macht gibt, dass man also gemeinsam sozusagen fühlt, dass wenn man an diesem Ort ist, dass man von einer Energie, von einem Willen zum Beispiel zur Singularity zu kommen, getrieben ist. Ich bin Dezimalfetischist, das wäre jetzt mein 5. Punkt in der Beschreibung dieser Soziabilität, sagen, dass die Ebene der Selbstreflexivität, ja, also dass man darüber nachdenkt, was man eigentlich macht, dass diese Ebene der Selbstreflexivität relativ flach ist. Das heißt nicht, dass die Leute dumm sind, aber die denken nicht sehr viel über das nach, was sie tun, über die Prämissen, über die Konsequenzen. Denn die sind sehr fasziniert, also von zu Hause, aber meistens tatsächlich doch zum Google Campus zu kommen
und an einer Problemlösung zu arbeiten oder eben an diesem Weg zur Singularity zu arbeiten. Und es gibt schließlich noch eine weitere Form von Soziabilität. Vielleicht ist das eigentlich Silicon Valley. Also wenn man sagt, dass bis heute sozusagen das basale Element, der Legostein mit den 8 Knöpfen an der Zentrale, das sind solche Gruppen von 5 bis 10, 15 Leute, das ist ja auch normalerweise die Größe eines Startups, dass sozusagen die Nähe verschiedener Gruppen dieser Art nicht zwischen den Gruppen eine ähnliche Energie freisetzt, eine ähnliche Resonanz freisetzt, wie zwischen den Individuen in diesen Gruppen. Und das wäre dann sozusagen Silicon Valley, dass man metaphorisch besser als eine Kettenreaktion in diesem Sinn beschreiben sollte, denn als eine Totalität. Es gibt sozusagen nicht einen Bogen der Mentalität von Silicon Valley. Und dann gibt es, und das denke ich ist faszinierend, wenn die Größe des Unternehmens, also rein demografisch gesehen, viel größer ist, zum Beispiel Google, zum Beispiel Facebook, dann gibt es plötzlich nicht mehr diese flache Selbstreflexivität. Also wir wissen eigentlich gar nicht richtig, was wir machen. Wir wissen nur, dass wir von Tag zu Tag erfolgreich sind. Sondern dann gibt es einen Diskurs. Nicht? Und dann gibt es also einen Diskurs der Weltbeglückung. Wir werden alle Probleme lösen. Diesen Diskurs zitiert Sam und Farhad sozusagen in der einleitenden Anekdote. We'll take care of death and we'll take care of poverty and we'll make the world a better world. Und es ist ganz eigenartig, man könnte sagen, dass wenn man heute Google betrachtet, dass Google intern gesehen für seine Mitarbeiter, aber nur für seine Mitarbeiter, so etwas sein will wie ein sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat. Also der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat kann nach außen sehr brutal sein, aber also Altersversorgung spielt plötzlich eine ganz große Rolle bei Google. Man hat den Eindruck, wenn man die Firmenkultur ansieht, als sei das total gewerkschaftlich organisiert, ist es aber nicht. Ja, das ist sozusagen eine andere Bezugsgröße, die hat einen expliziten Diskurs, also einen Weltbeglückungsdiskurs, die hat intern bestimmte, ja, und das sage ich völlig ohne Ironie, sondern nur beschreibend, sozialdemokratische Prinzipien. Aber, und das ist der letzte Teil dieser Beschreibung, diese Firmen können nach außen gewaltsam sein. Im konkreten Sinn von gewaltsam, also ich verwende nicht diesen etwas für mich zu weichen Begriff von Gewalt, den Foucault gerne verwendet hat. Gewalt hat mit Gewissen zu tun. Eine Gewaltsamkeit in dem Sinn, dass Anwendung von Gewalt ist Verdrängung von Körpern aus Räumen gegen den Widerstand dieser Körper. Und ich nenne Ihnen zwei Beispiele auf verschiedenen Ebenen. Also Google hat zum Beispiel in San Francisco in Hispano-Gegenden für seine Mitarbeiter sozusagen als sozialdemokratisches Imperium, Sie verstehen, wie ich das meine, intern für die Mitarbeiter, für sehr viel Geld, also auf dem Markt dominant, ganze Stadtviertel aufgekauft, wo jetzt sie saniert worden sind, wo jetzt Google-Mitarbeiter leben. Und Sie sehen als Auswirkung, dass es mehr Homeless People gibt, nicht nur im Tenderloin, und dass es überall mehr nach Grass riecht in San Francisco als je zuvor. Also es gibt auf der einen Seite, hat San Francisco noch nie so geboomt, aber Leute sozusagen, also Lower Middle Class, ja, die um Market zum Beispiel wohnten, wenn Sie die Stadtkarte von San Francisco kennen, aber ist nicht wichtig, also Lower Middle Class People können nicht mehr da leben, sind homeless geworden. Ja. Das ist sozusagen die Gewalt von Google, was intern geradezu gewerkschaftlich organisiert ist. Und das trifft auf eine Weise auch auf diesen Willen zur Macht, nicht Willen zur politischen Macht, bei meinen Freunden Sam und Farhad zu. Die wollen unbedingt, koste es was es wolle, diesen Moment der Singularity, also vielleicht tatsächlich als eine Selbstentfernung des Seins heraufführen. Und wenn man ihnen sagt, aber ihr sagt doch selber, das könnte ungeheuer gefährlich sein, dann ist die Antwort, we don't care. That is too fascinating. Ja, also diese Faszination ist intern so stark, dass man dieses Risiko in Kauf nimmt. Und das ist also schon in extremer Weise gefährlich. Es könnte auch sein, dass es eines Tages in 50 Jahren Lächerlichkeit wird. Nein, Singularity wird nie kommen.
Aber im Moment spricht alles dafür, dass das eine Möglichkeit mit potenziell fatalen Folgen ist. Sie können jetzt denken, der Vortrag sei zu Ende und ich hätte mein Klassenziel in Deutschland erreicht, also zu sagen, dass Silicon Valley eigentlich eine Struktur der Gewalt ist und abzulehnen ist. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ganz kurz eine Bemerkung zu dieser Zuckerberg-Elon Musk-Debatte, die man auch in europäischen Medien jeden Tag zitiert sieht, sagen. Also Zuckerberg sagt, Singularity ist nicht gefährlich, weil wir werden immer die Möglichkeit haben, sozusagen eine Meta-Ebene der Kontrolle einzuführen. Und in dem Maß, wie sich Singularity entwickelt, wenn wir sehen, es wird gefährlich, können wir auf die Bremse treten. Nicht? Und Elon Musk sagt also, nein, die Singularity ist so gefährlich, es ist leicht möglich, dass wir die Kontrolle verlieren. Und deswegen möchte ich es ermöglichen, nothing is impossible, dass menschliches Leben auf dem Mars stattfindet. Also Elon Musk hat jetzt angekündigt, er wird auf dem Mars sterben, weil er aus nicht begründeten Gründen annimmt, dass diese Art, diese künstliche Intelligenz ihn nicht auf den Mars verfolgen kann. Ja, das sind also keine besonders hochkompetenten Diskussionen. Das sind vor allem überhaupt keine Diskussionen, die zwischen den Leuten stattfinden, die den Prozess nach Singularity betreiben, aber es sind Diskussionen, die sozusagen anschließbar sind. Ja, da kann sich also jeder FAZ-Leser oder Bild-Zeitungsleser kann sich entweder mit Musk oder Zuckerberg identifizieren, so wie man sich mit Bayern München oder Borussia Dortmund, ich hoffe für Borussia Dortmund, identifizieren kann. Nicht? Also ich denke, dass dieser sehr starke Anschluss auch der Intellektuellen in Europa sich auf diese expliziten Diskurse, auf diese explizite Art der Selbstreflexion zu beziehen, der falsche Ansatzpunkt ist. Oder das zu verstehen ist der falsche Ansatzpunkt. Da findet das sozusagen nicht statt. Sondern ich würde sagen, das ist eine Art der expliziten begrifflichen Selbstreflexion, die eigentlich für das, was in Silicon Valley passiert, mit einem Risiko keine Rolle spielt. Meine Damen und Herren, ich wollte Sie jetzt ganz im Ernst also nach Ihrem Zeitplan fragen. Ich kann entweder noch 5 Minuten reden und dann etwas rhapsodisch abschließen, oder ich kann 12 Minuten reden, dann haben Sie noch einen Eindruck oder meinen Eindruck über weiterreichende soziale Folgen dessen, was in Silicon Valley praktiziert wird. Was ist Ihnen lieber? 30 Minuten, das ist also das, da muss ich eine Zulage kriegen, wenn ich 30 Minuten rede. Als typischer Armin, ne, sage ich, also nur für mehr Geld 30 Minuten. Also vielen Dank, das ist sehr rührend von Ihnen, dass Sie einem alten Mann dieses Kompliment machen. Okay, dann jetzt also der Teil, und jetzt geht es nicht über Silicon Valley. Wie sehe ich die bereits sich abzeichnenden, aber auch potenziellen Folgen dieser Industrie global, also nicht nur in Silicon Valley, aber dessen, was sozusagen in Silicon Valley vorangetrieben wird. Diejenigen, die gestern Abend in der Diskussion im Literaturhaus waren, bei denen muss ich um Entschuldigung bitten, einiges von dem, was ich jetzt etwas ausführlicher sage, habe ich gestern in der Diskussion mit Herrn Karl angedeutet. Meine Grundthese heißt, dass ein Alltag und ein globaler Alltag, ich denke, der ist in Indien in der Mittelklasse nicht sehr viel anders als in Südamerika oder hier oder in Silicon Valley, dass ein Alltag, und ich werde das gleich etwas ausführlicher begrifflich begründen, den man als Feld von Kontingenz beschreiben konnte, heute zu einem Universum der Kontingenz wird und dass dieses Universum von Kontingenz sozusagen existenziell gesehen eine Überlast ist. Unter Kontingenz meine ich philosophisch ganz prägnant, aber auch anspruchslos Wahlmöglichkeiten. Nicht? Also man könnte, glaube ich, zeigen, dass seit der Emergenz jenes Weltbilds, was in der westlichen Kultur ab 1830 zentral geworden ist und das dann sozusagen global projiziert wurde, das sogenannte historische Weltbild, Individuen und Gruppen davon ausgehen, dass es im Hinblick auf die Gestaltung der Zukunft, dass Zukunft überhaupt gestaltbar ist
und dass es im Hinblick auf die Gestaltbarkeit der Zukunft Wahlmöglichkeiten gibt. Das wäre Kontingenz. Man kann das so gestalten, sozialistisch gestalten, kapitalistisch gestalten, nationalistisch gestalten und so weiter und so weiter. Das wäre zum Beispiel eine Prämisse der Politik, gilt aber auch für individuelles Leben. Das wäre Feld von Kontingenz. Warum Feld? Weil dieser zentrale Rahmen unseres Alltags, das kann auch sein, zu welchem Supermarkt Sie gehen und zu welchem Sie nicht gehen, welches Auto Sie kaufen und so weiter und so weiter, dass man davon ausging, dass dieser zentrale Horizont des Alltags umgeben war auf der einen Seite von Notwendigkeiten, dem auch, was man etwas dramatischer Schicksal nennen konnte, wo es also keine Wahlmöglichkeit gab, und auf der anderen Seite von Unmöglichkeiten, von Dingen, die man sich vorstellen konnte, aber annehmen dürfte, dass sie Menschen unmöglich sind. Nicht? Deswegen Feld von Kontingenz, also zentral Kontingenz, aber es gibt Grenzen dieser Kontingenz. Und ich glaube nun, dass durch die enormen Rechenkapazitäten, das ist noch nicht Singularity, sondern die heute bereits zur Verfügung gestellt werden, metaphorisch gesprochen, diese beiden Pole, Notwendigkeit oder Schicksal auf der einen Seite und Unmöglichkeit auf der anderen Seite, metaphorisch gesprochen, zu schmelzen beginnen. Dafür zwei Beispiele, das eine habe ich gestern Abend schon genannt, aber es ist eingängig. Also es hat, das kennen wir aus Dokumenten der griechischen Antike, zu jeder Zeit Menschen gegeben, die mit männlichen Genitalien geboren wurden, aber lieber eine Frau sein wollten. Und ich weiß, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Und das hat immer das Umgekehrte gegeben. Aber früher war das Schicksal. Man könnte auch zynisch sagen, Pech gehabt. Ja? Und ich bin jedes Mal gerührt, wenn ich die Geschichte der besten Freundin meiner 9-jährigen Enkelin Clara erzähle. Also Claras beste Freundin heißt Sabine und hat männliche Genitalien. Und Sabine ist, seit sie 4 Jahre alt ist, also in einer langfristigen Therapie, die am Ende chirurgisch auch sein wird, also Sex Transformation der Universität Nürnberg. Und das spielt sich alles in einem Dorf in Oberbayern ab. Und das ist wahrer Fortschritt. Ich meine das ganz unironisch. Also jeden in der Hochmesse am Sonntag schließt der Pfarrer Sabine in sein Gebet ein, dass das also mit der Sex Transformation gut ausgeht. Das ist großartig. Ja? Also man kann nur hoffen. Das würde aber alles nicht möglich sein. Also diese Chirurgie, diese Therapie wäre nicht möglich durch die Datenverarbeitungskapazität der besten Maschinen. Und Sie wissen, dass die sozusagen exponentiell weiter steigt. Das ist klar, das Beispiel. Ne? Was ich meine mit Schmelzen von Notwendigkeit. Und das wäre erstmal positiv. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass Dinge, die klassische Gottesprädikate waren, das habe ich ja schon einleitend gesagt, also wie Allwissenheit, Allgegenwart und so weiter, dass klassische Gottesprädikate mittlerweile relativ banale Voraussetzungen unseres Alltags geworden sind. Das Überraschendste ist eigentlich, und das ist auch ein Projekt, eben diese Möglichkeit, die Länge eines individuellen menschlichen Lebens in das Belieben, in der Entscheidungsmöglichkeit des Individuums zu stellen. Also wenn du 500 Jahre leben willst, soll das auch möglich sein. Ob das je erreicht wird, wissen wir nicht, aber das ist nicht mehr sozusagen der Horizont von Unmöglichkeit. Also wenn man das beschreibt, und Sie können nun selber beliebig viele Beispiele beschreiben, dann muss man ohne Ironie Goethe zitieren, wie herrlich weit wir es doch gebracht. Ich glaube allerdings, dass dieser Fortschritt, und das ist Fortschritt, existenziell zu einer Überlast geführt hat. Ich denke, in einem Universum von Kontingenz zu leben, wo nur noch weniges verbindlich ist, wo das Wort Pflicht zum Beispiel verschwunden ist, wo Schicksal, ich wollte einmal im Zeitfeuilleton, mit dem ich einen Vertrag habe, also 8-mal im Jahr einen Artikel für die Zeit liefern, und dann habe ich angedeutet, also ich würde ganz gerne über die Renaissance des Schicksalsbegriffs reden. Ja, das sozusagen fast ein Bedürfnis danach. Nein, das konnte nicht gesagt werden. Also Notwendigkeit soll es nicht mehr geben dürfen, aber es gibt zugleich eine Sehnsucht danach. Vielleicht gibt es eine Sehnsucht nach Begrenzung. Meine These heißt, dass die neuen Fundamentalismen, die ja weder ein ausschließlich deutsches AfD-Phänomen noch ein ausschließlich amerikanisches Rust Belt und Trump-Wissen-Phänomen sind,
dass diese neuen Fundamentalismen und vielleicht auch auf ganz hoher intellektueller Ebene das neue Bedürfnis nach einem Realismus in der Philosophie, das Bedürfnis nach dem, was man früher das Nominale genannt hat, vielleicht damit zu tun hat. Ja, dass also ein Universum von Kontingenz, in das uns diese Technologie zunehmend versetzt und dem man sich eigentlich nicht verweigern kann, zu viel für unsere individuellen und kollektiven existenziellen Möglichkeiten ist. Das klingt furchtbar konservativ, but so be it. Ja? Ich meine, ich werde das sicher nicht beeinflussen können. Ich habe vielleicht noch, also maximal unter heutigen Bedingungen, so 20 Jahre zu leben. Aber wenn das gesteigert wird, wird das Problem steigern. Und ich denke auch, das wäre meine Prognose, dieses Bedürfnis, und das kann man auf Englisch sehr schön beschreiben, Alltagsenglisch, this desire to hold on to something. Und wenn das nur ein bescheuerter Präsident ist, der jeden Morgen eine machtvolle Twitter-Botschaft mit einer machtvollen Twitter-Botschaft nach dem Pinkeln seinen Tag beginnt. Ja? Es muss einfach sein, weil dieses Universum von Komplexität mit all seinen Freiheitsgewinnen existenziell nur schwer zu verdauen ist. So, und jetzt also das Wort zum Donnerstag. Ein prototheologischer Kommentar, aber der ernst genommen ist. Man könnte ja die Kulturgeschichte seit der frühen Neuzeit, seit dem 17. Jahrhundert, als ein fortschreitendes Abschaffen der Transzendenz der Metaphysik des Gottesbegriffs ansehen. Nicht? Also im 17. Jahrhundert war Descartes, wir wissen bis heute nicht, ob berechtigt oder unberechtigt, verdächtig, nicht an Gott zu glauben, wurde deswegen aus Frankreich ausgewiesen und vom bayerischen König angenommen und hat auf einer Insel auf der Donau in der Nähe von Neuburg-Donau den Discours de la Méthode geschrieben. Also das war sozusagen, er war unter Verdacht, nicht an Gott in einem substanziellen Sinn zu glauben. Schon 100 Jahre später gab es eine relativ kleine, aber doch prominente Gruppe unter den französischen Philosophen, also den Intellektuellen der Aufklärung, nicht Voltaire eigentlich, der hatte noch einen Gottesbegriff, aber Leute wie Diderot, Olbach, Melchior Grimm, die damit kokettierten, sich selbst Atheisten zu nennen. Also die in ihrem Materialismus, der nichts mit dem Materialismus von Marx zu tun hatte, ein anderer Materialismus, ein Materialismus der Gegenständlichkeit war, glaubten und das auch schrieben, ohne einen Gottesbegriff auskommen zu können. Und ich glaube, der berühmte Satz von Nietzsche, Gott ist tot, bezieht sich eigentlich auf den Vollzug dessen im Alltag. Ich denke schon, um 1900 konnte man in einer Interaktion in Europa nicht mehr mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Interaktionspartner, die andere Person, mit der man redete, an Gott glaubt. Nicht? Und heute hat sich das Verhältnis sozusagen umgekehrt. Ich denke, in einer normalen Alltagskommunikation geht man davon aus, dass man, wie man sagt, Erwachsene sind säkularisiert und man kann dann aus privaten Gründen am Sonntag oder an welchem Tag immer in die Kirche, Synagoge oder Moschee gehen, aber es gibt keine Erwartung eines Glaubens an eine Transzendenz. Wenn man das voraussetzt, dann könnte man sagen, dass dieser Weg zur Singularity, der seit den 80er Jahren prognostiziert wird, und der angeblich, ich kann das nicht nachvollziehen, aber das meinen zum Beispiel Sam Falatz und auch ihre Lehrer in Computer Science, 2012 als ein konkreter Weg begonnen hat, ein eigenartiger Rückweg ist. Ja, es ist ja eigentlich der Weg, sich mit dieser künstlichen Intelligenz oder zu versuchen, sich mit dieser künstlichen Intelligenz eine im wörtlichen Sinn wieder transzendentale Instanz, transzendental im Sinn von uns überlegen zu schaffen. Ob diese transzendentale Instanz, wenn sie je eintritt, ein liebender Gott oder ein liebender Artificial Intelligence sein wird oder eine Artificial Intelligence, die uns niedlich findet oder eine Artificial Intelligence, die uns vernichten wird, das wissen wir nicht. Aber das Risiko scheint unwiderstehlich zu sein, sodass ich im deutschen Sinn von Anthropologie mit der Frage aufhören möchte, ob Silicon Valley und das, was Silicon Valley treibt, nicht ein geradezu empirischer Beleg dafür ist,
dass Menschen als Mängelwesen ohne eine Transzendenzvorstellung nicht auskommen können. Vielen herzlichen Dank.